Hallo und herzlich willkommen wieder einmal zu einer Runde Wildlife Park. Ja, letztes Mal hatten wir die Quelle des Lebens super erfolgreich abgeschlossen. Das war auch mega schwierig. Und da dachte ich mir einfach mal, wir machen einfach mal weiter. Warum auch nicht? Klingt auf jeden Fall super hier, die ganzen Missionen. Gibt es einen neuen König der Tiere und das ist absolut bescheuert mit diesen ganzen Vorgeschichten. Und heute sind wir bei der Mission 2, mach Onka wieder fit. Oh ja, hilf einer verletzten Raubkatze wieder auf die Beine und bereite sie auf ein Leben in der Wildnis vor. Du wirst dabei lernen, wie man Tiere zufriedenstellt und trainiert. Ja, da bin ich mal mega gespannt. Würde ich einfach mal sagen, los geht's. Durch deine beruflichen Aktivitäten kommst du sehr viel in der Welt herum. Ja, das glaube ich. Außer dir gibt es nur noch wenige Biologen, die sich mit Wildtieren beschäftigen, da es nur noch wenige Arten auf der Erde gibt. Oh, snap. Das macht dich einerseits sehr stolz, oh, ja. Andererseits aber auch nachdenklich. Werden es die Menschen jemals schaffen, allen Tierarten eine Heimat zu geben, in der sie wieder in Ruhe und Zufriedenheit leben können? Nö. Bereits bei deiner Ankunft in einem kleinen Camp tief im brasilianischen Dschungel kommen zwei Tierhüter hilferufend auf dich zu. Sie haben einen verletzten Jaguar ins Camp gebracht und sorgen sich um seinen Gesundheitszustand. Er scheint von Dorfbewohnern gejagt worden zu sein. Alter, ich weiß Dorfbewohner. Wahrscheinlich hatte er nach Beute gesucht, die er in der freien Natur nicht mehr finden konnte. Jetzt haben die so scheiß Handelsangebote mit ihren Smaragden und dann jagen die auch noch arme Jaguare. Das gibt's ja gar nicht. Ich glaube, die wollten nur ein Luxusauto, glaube ich. Haben ein bisschen vertan. Die Tierhüter nennen die verletzte Jaguar-Dame Onka. Ja, sehr geil. Sie wurde bereits in ein umzäuntes Gehege gebracht. Allerdings befindet sich im Zaun noch eine Lücke. Wer baut so einen Zaun? Du solltest die Lücke zur Sicherheit zügig schließen, damit die Umgebung vor möglichen Übergriffen geschützt wird. Ey, Mongo. Zäune findest du hier unten in einem eigenen Baubereich. Nice. So, erstmal schnell auf Pause gemacht, weil der Mongo will hier abhauen. Hilfe, ich fühle mich krank in diesem Schmutz hier. Ja gut, das ist Brasilien. no front. Wähle jetzt den Stahlzaun. Immer wenn eine Bauoption angewählt ist, wird der Geländeboden teilweise rot markiert. Mhm. Das siehst du am besten, wenn du hinauszoomst. Hinauszoomen? Die roten Flächen sind gesperrte Außenbereiche, für die dir die Baugenehmigung fehlt. Ja, Augenzwinker. Versuche nun, die Lücke am rechten Gehegerand zu schließen. Das geht eigentlich sehr einfach. Eigentlich? Also klicke ehrlich. An die Stelle, an der der Zaun beginnen soll und anschließend an die Stelle, wo er enden soll. Aha. Damit solltest du die Lücke erfolgreich schließen können. Okay. Dann machen wir das mal. Ist jetzt nicht so... Du hast gute handwerkliche Fähigkeiten. Na, eigentlich nicht. Du kannst übrigens die aktuelle Bauoption jederzeit mit der rechten Maustaste abbrechen, wenn sie dich weiter stört. Der Jaguar braucht nun dringend ärztliche Hilfe. Die brasilianischen Behörden haben dir glücklicherweise ein kleines Budget zur Verfügung gestellt, sodass nichts dagegen spricht, gleich einen richtigen Tierarzt einzustellen. Das ist immer sexy. Du findest Personal im unten angezeigten Baubereich. Ich habe übrigens gerade auf Pause gemacht, weil das dann deutlich einfacher ist und das Tier verreckt einem da hier nicht. Und man kann die gleichen Sachen machen. Ich weiß auch nicht, warum der das nicht vorschlägt direkt. Weil Pause ist eigentlich so das Erste, was man in Tycoons macht, um erstmal alles Mögliche aufzubauen auch. Bevor dann auch, wenn man Personal einstellt und so weiter und den Park noch nicht geöffnet hat, dann macht doch kein normaler Mensch auf Play, außer man muss irgendwie eine Aktion oder so weiter, möchte man dann ausführen. Also insofern immer auf Pause machen, weil sonst kommt man da in die Miesen und was weiß ich. Wähle den Tierarzt und setze seine Unterkunft außerhalb des Geheges. Ach so, okay, nicht, dass er seine Hütte. Genügend Freiraum hat. Er wird ihn noch brauchen. Er wird ihn noch brauchen. So, hier kann man auch ein bisschen drehen mit gedrückter Maustaste. Jetzt ist bei jedem Ding ganz anders, aber in Sims war es auch schon so. Also, weiß ich gar nicht, aber es ist eigentlich das Üblichste eigentlich. So, hier ist, glaube ich, der Eingang von ihm. Das Drehen ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber so sieht's gut aus. So. Immer wenn du ein Personalgebäude angewählt hast, ist gleichzeitig sein aktueller Arbeitsbereich sichtbar. Das heißt, die Bereiche außerhalb seines Arbeitsbereiches sind ebenfalls rötlich gefärbt. Eventuell musst du etwas hinauszoomen und mit der Maus ist so dämlich, hin und her schwenken, damit du die Färbung des Bodens erkennst. Die Größe des Arbeitsbereiches lässt sich später am Gebäude nachträglich zu einem gewissen Grad verändern. Schließlich willst du deine Angestellten nicht überlasten, damit das Personal jederzeit problemlos ins Gehege und wieder hinausgelangen kann, solltest du immer darauf achten, dass der Zaun auch Tore zum Durchlaufen hat. Solche Tore findest du im selben Baubereich. Hier findest du spezielle Tore für Personal, damit keine Unbefugten die Gehege betreten können. Keine Angst,
Auch der Jaguar kann dadurch nicht aus ja, dem ja, Gehege schon klar. kommen. Ja, ich wollte jetzt. Nun ein der Jaguar ist wieder gesund, hat jetzt aber einen Bärenhunger. Bei einem so gefährlichen und edlen Raubtier solltest du die Hilfe eines Tierpflegers in Anspruch nehmen. Auch glaub diesen nicht. Findest du im Bereich Personal. Das verwundert mich jetzt aber. Dass der, aber der Mongo, der hat den durch den Zaun behandelt gerade. What the fuck? Setze das Haus des Tierpflegers ja, ebenfalls halt der hier, außerhalb ne, ja. des Geheges in die Nähe des Gehegetores. Ja, ja. Wunderbar. Wunderbar. Onka wird jetzt eine große Portion frisches und gesundes Fleisch bekommen, damit sie sich nach all den Strapazen richtig satt essen kann. Ja, natürlich. Du kannst sicher sein, dass ihre Zufriedenheit weiter ansteigen wird, sobald sie gefressen hat. Ja, sobald sie gefressen hat. Gerade nochmal verschlechtert. Ah, hier ist schon direkt hier Futter, Dödel. Die Animationen sind super. Ui. Oh, sexy Fleisch. Dankeschön. Und? Hast du Bock? Hilfe, ich verhungere. Ja, dann wird's vielleicht Zeit, das zu ändern. Geh mal ein bisschen weg. Oh ja. Er frisst jetzt die Wiese davor, ist natürlich auch klar. Sieht so doof aus. Naja, klar, es ist symbolisch natürlich gemeint, aber... Ja, hier steigt natürlich deine Zufriedenheit. Was wir sagt er jetzt hier? Wir sollten den Jaguar etwas aufmuntern. Oh ja. Am besten Comedy. Verschaffen wir ihm etwas Bewegung. Ja, das geht auch. Wenn du ihn anwählst, wirst du sehen, dass er gerne springen mag. Springen! Lass uns im Baubereich Gehegeausstattung nachsehen, was wir Passendes für ihn haben. Oh ja, ich will auch springen. Von Immerhin links nach ein paar Steine. Oh. Vielleicht reicht ihm das fürs Oh, Fest. Steine, geil. Setze doch mal einen Stein in seine Nähe. Mal sehen, was passiert. Er kriegt einen Stein genau... Hierhin. Ja, er scheint Interesse an diesem Gegenstand gefunden zu haben. Alter. Warten wir weiter ab, wie sich die Tierzufriedenheit entwickelt. Warte nur. Ich will über ein Hindernis... Oh. Heilige Scheiße, ja, das ist dringend notwendig, so hochzuspringen. Ist das bescheuert? Ja gut, das ist wahrscheinlich für jedes Hindernis dieselbe Springanimation, deswegen... Seine Zufriedenheit ist weiter gestiegen. Geil. Das liegt daran, dass er mit dem Stein sein Sprungbedürfnis befriedigen kann. Ach, jede so. Tierart hat individuelle Bewegungsbedürfnisse und du wirst unter den Gehegeausstattungen immer etwas Passendes finden, damit das aktuelle Bedürfnis befriedigt wird. Als Biologe wird dir wahrscheinlich bekannt sein, dass Jaguare auch sehr gute Schwimmer sind. Alles. Selbst mit gefährlichen Wasserschlangen können sie es aufnehmen. Da müssen wir lang anstehen. Soll sich die Jaguar-Dame vielleicht ein Bad genehmigen? Oh ja. Dann wähle die Wasserpumpe links im Gehege an. Ein Bad? Oh, hier sind wieder die Strahlen Gottes. Die Wasserpumpe ist noch geschlossen. Das erkennst du an dem Symbol über der Pumpe. Nimm die Pumpe nun über den Schalter unter der Pumpe in Betrieb. Wow. Wunderbar. Das Wunderbar. Bad wird eingelassen. Warten wir ab, was Onka davon hält. Tiere erkunden selbstständig ihr Gehege. Wäre auch schlecht, wenn nicht. Wenn du willst, kannst du aber auch etwas nachhelfen und Onka selbst ins Wasser setzen, indem du sie anwählst und über den entsprechenden Schalter am Tier versetzt. Richtig Bock. Mir geht's rüber. Oh, nice. Ja, hat schon direkt Bock gehabt. Ein kleines Unwetter zieht auf. In dieser Gegend eigentlich nichts Ungewöhnliches. Ja, ja. Wir sollten dem Jaguar einen Unterschlupf bauen. Was haben wir denn im Angebot? Ein Pappkarton. Jaguare lieben Steinhöhlen. Ui. Dort sind sie geschützt und können Energie tanken, wenn sie erschöpft sind. Wo möchtest du ihm sein neues Heim denn hinstellen? Achte immer darauf, dass du beim Setzen genügend Freiraum zwischen den anderen Gehegeausstattungen ja, ja, lässt, ja. Sonst könnte der Weg für Tiere und Personal versperrt für sein. Für unsere schrottige KI versperrt sein. Okay, das, ja, setzen wir die mal, keine Ahnung. Ja, hier sinkt der so ein bisschen ab, ich glaube nicht, dass das so gut ist. Irgendwie so. Mal sehen, ob der Jaguar die Steinhöhle akzeptiert. Wichtig ist jedenfalls, dass der Unterschlupf nicht zu groß ist. Aber auch nicht so klein, dass das Tier gar nicht durch den Eingang passt. Ach so. Oh ja. Alter, die Bäume tanzen. Prima. Die Raubkatze fühlt sich jetzt pudelwohl. Du scheinst mit Onka schon sehr vertraut. Aber sie ist in der Wildnis aufgewachsen und deswegen sollte sie wieder auf das Leben in der Wildnis vorbereitet werden. Wie? Wir sollten ihre Kraft und ihre Ausdauer trainieren. Oh, Ausdauertraining. Auch hierfür stehen die speziellen Geräte zur Verfügung. Du ahnst schon, wo du sie findest. Ich mach mich warm mit Tricks.
Zeit. Dies muss ein bisschen Sidekicks trainieren hier, ja. Wenn du das Boxgerät anwählst, oh, das Boxgerät, sehen, jawohl, dass rechts im Menü unter Training ein Stern angezeigt wird. Das ist die erste Trainingsstufe. Geil. Onka ist also dafür geeignet, mit dem Training zu beginnen. Setze ja, das Training Boxgerät so in die Nähe des Podest. Jaguars. Ein Stern? Das rechts im Menü unter Training ein Stern? Ja, also ein Podest halt, ne? Oder ist das ein Stern? Ne, das ist kein Stern. Ich glaube, die Texte wurden ein bisschen vorher geschrieben, vor dem Spiel. Wirkt mich manchmal so. Da haben sich nämlich einige Sachen geändert, zum Beispiel auch mit dem gelben Pfeil. Der wurde dann auch zum Smiley und so weiter gemacht. Also irgendwie stimmt das nicht so ganz. Okay, hier ist dieser Stein. Dann machen wir hier mal den Boxer kennen. Mal sehen. Onka scheint leider nicht interessiert an dem neuen Gerät. Wie hier undankbar. In solchen Fällen solltest du einen professionellen Tiertrainer engagieren, der sich mit so etwas auskennt. Oh ja, Antoine. Schauen wir mal, ob wir unter dem Personalangebot inzwischen jemanden finden. Ah, Antoine. Ein Tiertrainer steht bereit. Ei, ei, ei. Du kannst übrigens beim Platzieren von Objekten die Ausrichtung selbst bestimmen. Ja. Dazu einfach die Maustaste beim Setzen des Objektes noch gedrückt halten. Und die Maus dann nach oben oder naja, für Leute, die noch nie einen Tycoon gespielt haben, ist das ja schon ganz nützlich. Und man muss sich halt wirklich ein bisschen reinfinden am Anfang. Möchtest. Nun hast du bereits einige Angestellte in deinem kleinen Camp. Wow. Der Trainer wird versuchen, das Tier zu motivieren. Tracht Prügel. Mal sehen, ob er es schafft, Onka zum Boxgerät zu bewegen. Das Training wird seine Zeit dauern. Die Tiere dürfen nicht überfordert werden, sonst sind sie erschöpft. Na, Quatsch. Habe also etwas Geduld. Ja, vor allem Geduld mit dem Spasti, ja nicht mit dem Stallzaun. Hallo. Na du? Ui, jetzt mal schnell. Jetzt oder nie. Alter. Tanz. 7 Jahre werden vergehen. Alter, was ist das? Das Training? Die machen Sidekicks, glaube ich. Okay. Ey, Antoine geht wieder. Wie? Jetzt wird geboxt hier gefälligst. Oh ja, Punch. Oh. Die Animation. Oh Leute. Oh ja, krasse Bilder hier. Du sollst weiter hier das Tier prügeln. Jetzt hat wieder Bock. Sidekick. Es ist dämliche Scheiße. Ui, ja. Erstmal schön einen großen Haufen geschissen. Oh, jetzt wird wieder. Der bringt die Luft darunter so zum Schwingen, dass sich der Reifenberg da bewegt. Oh, jetzt mal pennen, ne? Ja. Und schon zufrieden? 100. Wie Onkel droht zu verhungern. Achso, das war. Nee. Nachricht? Ach so, dressiere alle Jaguar. Alle Jaguar, okay, auf Trainingsstufe 1. Oh nein, halte einen Jaguar, den haben wir schon. Der muss die Trainingsstufe 1 erreichen. Ach du Scheiße, hier kann man echt alles über ein einzelnes Tier. Das ist schon ein bisschen krank. Laufen 2 Stunden pro Tag, springen 1 Stunde pro Tag, schwimmen 1 Stunde pro Tag, okay. Krank, echt. Okay. Der blöde Trainer, Alter, der ist ein bisschen aggressiv. Oh. Aber Jago, der will doch nur essen. Mit seiner blöden Stange. Aber jetzt wird er zum Boxen gezwungen, das ist gut, ja. Alter. Verfolgen. Achso, kann man auch verfolgen, geil. Alter, ist mir jetzt. Nice. Alter. Es ist hart. Trainier, du Miststück. Alter.
Die mag ich irgendwie nicht hier. Das ist ein bisschen rabiat. Oh, ist das 96%? Ja. Gratuliere! Okay. Der Jaguar hat die erste Trainingsstiefel. Die farbig gefüllten Podeste am Tier direkt unterhalb des grünen Zufriedenheitsbalkens zeigen dir an, wie weit das Tier nun trainiert ist. Wenn alle Podeste gefüllt sind, wäre Onka bereits zirkusreif. Aber das ist jetzt nicht deine zirkusreif. Aufgabe. Zirkusreif, ja, genau. Das Trainingsgerät hat Onka das Wichtigste. Trainiert. Jetzt gilt es, in der zweiten Stufe ihre Ausdauer zu verbessern. Du wirst ein entsprechendes Gerät bei den Gehegeausstattungen finden. Okay, Ausdauertraining. Ach, das ist hier bei dem, ich gucke immer unten rechts. Ja, das ist direkt unter den Sternen da. Ja, okay, ja, Trainingsstufe 1 erreicht. Jetzt gibt's. Ihr sollt Ausdauertraining machen. Kannst und setze es in die Nähe des Tieres. Aber liebend gern. Hier gibt's kein No Rest for the Wicked. So, dann machen wir mal hier schön. Oh, dann ist aber sexy Riesenlaufband. Oh ja, da kommt er schon direkt wieder angemittelt. Richtig, das Laufband trainiert die zweite Stufe. Du brauchst jetzt etwas Geduld, bis die beiden ihr Trainingsprogramm absolviert haben. Du kannst ja jederzeit den Trainingsstand anhand der gefüllten Podeste am angewählten Tier verfolgen. Alter, ey. Der Mongo mit seinen Stangen, ey. Ja, komm hier, Ausdauertraining. Nicht putzen. Lame Bob. Du gehst jetzt sofort aufs Laufband. Okay. Okay. Oh nein! WTF, als ob. Was ist das für ein Scheiß? Als ob das so in echt gemacht wird. Never. Oder? Macht man das so? Also mir mit dem Boxsack ist klar, dass sie da ein bisschen balgen können und was weiß ich. Aber auch mit so einem Trainer? Also, vielleicht wenn man wirklich im Zirkus anfangen will, aber... Arme Zirkustiere, sowieso kein Fan davon. Oh, jetzt bin ich ja motiviert, oder was? Ah, nee, ist noch in Ordnung, oder? Alter. Was ein Saftsack. Oh, jetzt sind die Horde, Alter. Oh Gott, ey. Na, ich denke mal, wir beschleunigen das Ganze mal ein bisschen. Ja. Wieder ein bisschen hier swingen. Onka, die Jaguar-Dame, ist nun wieder gesund. Jawohl. Äußerst kräftig. Alle Campbewohner erfreuen sich an dem prachtvollen Tier. Echt prachtvoll. Die Wildhüter stehen nun bereit, Onka wieder in die Freiheit zu entlassen. Sie haben dir versichert, einen geeigneten Ort im brasilianischen Dschungel gefunden zu haben, weit ab von menschlichen Siedlungen. Wäre ich jetzt verkauft? Es liegt an dir. Willst du Onka den Wildhütern übergeben und mit der nächsten Mission beginnen? Oder noch ein bisschen Zeit mit Onka verbringen? Ja, also die nächste Mission jetzt erst recht kommt dann in der nächsten Folge wieder einmal. Aber das ist doch mal richtig krass. Ach, ich bin hier immer noch kein Fan von diesem Spacko hier, vom Tiertrainer. Der motiviert die Tiere ein bisschen zu sehr, muss ich sagen. Aber mir wurde es so langsam. Alter, der lässt ja echt nicht in Frieden. Holy shit. Kann man ein bisschen baden. Naja, okay, das soll es für heute gewesen sein. Das war nochmal eine lustige Sache hier. Mal ein bisschen mit den Tieren weiter, auch in Bezug auf hier Fitness und so weiter. Und noch ein bisschen Gehegeeinrichtung. Das letzte Mal mit den Bongos war ja eher so ein bisschen, das ist wirklich die Essentials mit Essen und Trinken und so ein bisschen die Naturalien im Gehege. Und hier geht es dann ein bisschen mit den Anrichtungsgegenständen. No, das ist auf jeden Fall ziemlich nett gemacht. Interessant, ja. Nee, dann war es jetzt hier mit der Mission. Haben wir hier knapp 20 Minuten. Das passt doch. Ich hoffe, die anderen werden jetzt nicht so lang, sonst muss ich da wirklich mehrere Teile draus machen. Aber ich finde es einfach lustig und nett gemacht auf jeden Fall. Ist natürlich manchmal ein bisschen langatmig mit den Erklärungen hier am Anfang, aber ja, das wird sich auch legen. Ich glaube, es wird noch komplex genug, solange man so einen richtigen Zoo hat. Die hat mal ein Tier, worum man sich dann kümmern kann hier mit den ganzen Leuten. Und dann nachher in so einem richtigen Park, ach du Scheiße, da wird es so stressig genug, wie man ja diese Strategie- und Aufbausimulation kennt. Das ist typisch. Oh, die Bäume sehen ja auch gut aus. Stechpalme. Der Boden ist zu weich. Oh ja. Der Gärtner. Der ist immer schuld. Okay, wollen wir nicht länger mit Klamauk das Ganze sprengen. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.